Angekommen in Velika Kladuša fahren wir noch am Abend Richtung grüne Grenze zu Kroatien. Auf der Landstraße würden jede Nacht Migranten entlanglaufen, sagt man uns. In der Dunkelheit können wir Gestalten mit Rucksäcken ausmachen. Wir steigen aus. Vier Männer verstecken sich in einem ausgedienten Bushäuschen. Where do you come from now? What happened? Slovenia took us to Croatia police. Mm-hmm. Then the police brought us at the to end Bosnia. Of this village. They were brutal. Mm-hmm. This guy, if you look, all his body blood. Yes, blood. What? They were like, walk fast, boom. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils m'ont frappé. Avec quoi? Avec la matraque, avec la pisse. Ici, j'ai tout mal. Ici. Ah, hit also. Here, hit here. The stick. With the stick. And with the hand. Look. Broke all. They broke them. Yeah. Polizisten des EU-Landes Kroatien hätten ihnen die Handys zerstört, ihr Geld gestohlen, sie verprügelt, ihnen verweigert, um Asyl zu bitten und sie ohne Verfahren an einem inoffiziellen Grenzübergang ausgeschafft. Jede einzelne dieser Handlungen ist ein grober Rechtsverstoß. Die kroatische Regierung behauptet, sie habe noch nie illegal Flüchtlinge nach Bosnien und Herzegowina abgeschoben. An den folgenden Tagen erkunden wir die Grenzgegend weiter. Eine Bosnierin lädt uns zum Café ein. Sie möchte ihr Gesicht nicht zeigen. Die bosnische Polizei habe sie bereits gemahnt, da sie den Migranten manchmal helfe. Last year from February, we had small groups and me and the other lady from that house, them coffee, water, food. But now it's too much. And I don't know what's going on. Every day you can see people that they go to Croatia, but tomorrow morning they are back. Wir fahren weiter. Weiter in die Richtung, aus der die Migrantengruppen kommen. Man sagt uns, wir sollen einfach fahren, bis die Straße aufhört. Dort sei einer dieser berüchtigten Übergänge. Er heißt Gradina. Die Straße wird zum Weg, zum Trampelpfad. Am Ende, mitten in der Natur, liegen plötzlich Kleider, Decken, Schuhe, weggeworfene SIM-Karten, aufgeschnittene Schlafsäcke. Ein paar Meter weiter oben, zwei Grenzsteine. Dahinter Kroatien. Tausende Spuren im Gras, obwohl Menschen hier gar nicht durchgehen dürften. Wir verlassen die verbotene Zone rasch wieder. Als wir zurückschauen, fällt uns ein weißes Auto auf. Es nähert sich, auf kroatischer Seite, dem Grenzstein, an dem wir eben noch standen. Wir sind zu weit entfernt, um es gut erkennbar filmen zu können. Dann hören wir Schüsse in der Ferne, danach Schreie. Durch die mitgebrachte Wärmebildkamera erkennen wir Menschenpunkte am Grenzstein. Sie bewegen sich Richtung Bosnien. Sind es zurückgeschobene Migranten? Ausgeschafft im Niemandsland, weit weg von einem offiziellen Grenzübergang? Wir laufen ihnen entgegen, wollen mit ihnen reden. Die meisten möchten allerdings anonym bleiben. Boxing. Rassist, Kroat. No good. This is money from us. All money go. No, humain. J'ai écouté des chutes. Yes. C'était un policier qui a pour disperser. Ils l'ont tiré pour disperser. On est dormi deux jours dans la fourgonnette. Même toilette, c'est... Dans la fourgonnette. Vous êtes dans la voiture. Deux jours. Vous avez demandé de l'asile. Ausgelacht, weil sie in einem EU-Land Asyl beantragen wollten, was ein grundlegendes Menschenrecht ist. Dann kommt schon die nächste Gruppe. Diesmal sind 6 Kinder dabei. Your name? Mein Name ist Fayaz. How long have you been walking already? 14 days.
before then? No, no, we didn't after my brother. They didn't give you anything, the Croatian police? No, nothing. They took the phone, the power bank, everything. Yeah, they take a lot of things from us, the money, and they didn't give him back. Yeah. It's 13th time that we are trying to cross, but... The 13th? Yes. 13 Mal mit Kleinkindern zu Fuß durch kroatische Wälder und Berge. 13 Mal im Landesinnern aufgegriffen und zurückgeschafft. Später skypen wir mit dem Helsinki-Komitee, einer der wichtigsten Menschenrechtsorganisationen auf dem Balkan. Das Komitee befasst sich seit Jahren mit der Thematik. Andras Lederer erklärt, dass sogenannte Pushbacks Dutzende internationaler Rechte verletzten. The biggest problem that you can see in these pushbacks is that people are turned away, sometimes even violently, without actually ever assessing if they need international protection of assistance. This is clearly unlawful. This is in breach of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, but also of the European Convention of Human Rights in uniform. Diese Grundrechte stünden auch illegal eingereisten Menschen immer zu. An einem der Folgetage lernen wir Rabi kennen. Er nimmt uns mit in seine Unterkunft. Viele Migranten wohnen in verlassenen Häusern. Die Camps in Bosnien sind oft überfüllt, die Zustände prekär. Der Marokkaner lebt hier mit 5 bis 8 anderen Männern. Je nachdem, wie viele gerade auf Game sind. So nennen sie den Versuch, Kroatien zu durchqueren, nicht gefasst und ausgeschafft zu werden, um ein anderes EU-Land zu erreichen. Wie oft er selber auf Game war, kann er längst nicht mehr zählen. Er sei erschöpft. Vor allem die Gewalterfahrungen machen ihm zu schaffen, erzählt Rabi. No lo sé, porque son maneras de ser, son países, no son como Europa, son retrasados. Sí, así piensan que así van a solucionar estos problemas. Son así, son salvajes, tratan así de pegar a la gente, porque en otros países hay la ley, lo coges, lo metes en comisaría, luego en la justicia. Sie dokumentieren diese Gewalt an der Grenze seit fast einem Jahr. Die Nichtregierungsorganisation No Name Kitchen führte hunderte sogenannter Zeugeninterviews. Fast immer kommt auch Gewalt darin vor. It's clearly institutionalized the way that it's done. It's similar, all the stories sound alike. Even the beating marks with buttons, like they look alike. And clearly something that it comes from orders from superiors to these policemen, because it's systematic and it follows certain rules and certain patterns. Zurückgeprügelt nach Bosnien. Danach landen viele hier, auf der Wiese vor dem überfüllten Flüchtlingscamp Bira in Bihać. Seit vielen Tagen übernachten sie draußen. Bosnien ist überfordert mit den Migranten und Flüchtlingen. Wir treffen den Berater des Bürgermeisters von Bihać. Müde sei man hier, sagt er. Die Flüchtlingskrise sei wie ein Erdbeben für seine Stadt. Ein Erdbeben, das nicht mehr aufhöre. Von der EU fühle man sich ausgenutzt und alleingelassen. Ja mislim da je to upravo tako, znači, iako se krše ljudska prava, iako se krše sve moguće konvencije, mislim da ipak Evropa sve više i više odobrava prećutno ili će možda čak u budućnost pribjegavati upotrebi sile kad je u pitanju odvraćanja migranata. Man sei das Opfer eines europäischen Machtkampfes geworden, sagt Edin Moranikic. In Bihać steht auch eines der speziellen Familiencamps. Hier sind die Zustände etwas besser als in den Camps für alleinreisende Männer. Hier besuchen wir die afghanische Familie, die wir vor einigen Tagen am Grenzübergang im Tal oben kennengelernt haben. Ramesh 6, Ardash 9 und Tamin 11 sprechen alle schon Englisch. Sie erzählen uns, wie sie bereits mehrfach versuchten, durch Kroatien hindurchzukommen und jedes Mal von der Polizei im Landesinnern gefasst wurden.
Can you explain me how it was when they stopped you, the police? Do they just say stop, stop? Yeah. Nee, het is volgens mij stond dat lang aan de politie. Oké, dus denk ik of dat dan stop of stop. Ja, dat kan. They take us like this with a gun for us. They say stop right now, stop. They come with a gun. Yes. And the children are so scared. My brother also cried. Yeah, he's like guns, like dig like this. He's saying stop. And the last time they they fight with my mother. No, with the box. With this. Yes. The box. Did you ask for asylum? When they took us from the jungle, the car, they said that we will give you asylum. And they bring us to the station. They say so we say that we want to silence their smell, and they say that we will give your Bosnia son. So they were laughing at you. Yeah, laughing. Danach habe die Polizei die Familie in eine Zelle gesperrt. Einen ganzen Tag. Am nächsten Mittag seien sie in einer dreistündigen Fahrt zum Grenzstein gebracht und mit Schüssen in die Luft nach Bosnien zurückgeschickt worden. Alle diese Menschen würden lügen, behauptet die kroatische Regierung standhaft. Doch wir wollen den Videobeweis. Den Beweis, dass es stattfindet. Täglich. Nicht bloß an einem, sondern an vielen grünen Grenzübergängen ins bosnische Hinterland, wie unsere Recherchen zeigen. Dafür haben wir uns ein Zoom-Objektiv für die Kamera besorgt. Auf der Landstraße in die Grenzregion passieren wir wieder Dutzende von abgeschobenen Migranten. Kollektiv ausgeschafft, an den Übergängen von Vojna, Glinica, Poljana oder Gradina. Alle hier im Umland. Wir fahren zurück ins Tal Gradina, wo wir die Woche davor gefilmt hatten. Nun können wir den Grenzstein viel besser erkennen. Auf der Hügelkuppe vor unseren Augen verläuft die EU-Außengrenze. Kroatien hinten, Bosnien vorne. Ein erstes Kontrollfahrzeug taucht auf. Kroatische Polizisten positionieren sich. Dann ein Van, klar identifizierbar als kroatischer Polizeivan. Die Fahrzeuge verschwinden in der Mulde. Dort werden die Migranten jeweils ausgeladen. Wenige Minuten später tatsächlich. Ein Polizist eskortiert eine Gruppe Migranten auf kroatischem Boden zum Grenzstein und schickt sie kollektiv aus der EU hinaus nach Bosnien. Die marineblaue Uniform der kroatischen Polizei bestens erkennbar. Von der bosnischen Polizei ist weit und breit nichts zu sehen. Klar eine illegale Aktion. Wir eilen der Gruppe entgegen, wollen hören, was genau mit ihnen passiert ist in Kroatien. Hello. Can you tell me what just happened to you? No, they deport us. Yeah, they catch. Die Gruppe besteht aus rund 30 Pakistani und Bangladeschi. Sie berichten, wie sie im Landesinneren von Kroatien gestoppt, misshandelt und dann in einen Van verfrachtet worden seien, ohne angehört zu werden. Über 2 Stunden habe die Fahrt an die Grenze gedauert. Sie laufen einmal mehr zurück ins Camp. Und wir wollen wissen, ob die kroatische Regierung immer noch glaubt, dass all diese Menschen lügen. Das hier sei keine illegale Aktion, teilt das kroatische Innenministerium der Rundschau mit.
Das Video zeigt Polizeibeamte, die im Einklang mit dem Schengener Grenzkodex offizielle Aktivitäten durchführen, um mehrere Personen von der illegalen Einreise in die EU abzuhalten. An einem Ort, der kein ausgewiesener Grenzübergang ist. Weiter betont das Ministerium, kroatische Beamte würden Migranten nicht schlagen, bestehlen oder daran hindern, Asyl zu beantragen. Wir zeigen das Video dem deutschen Experten für Asylrecht Markus Engler. Der Migrationsforscher widerspricht. Die kroatische Polizei handle gegen EU-Recht. Man kann nicht einfach Personen in Gruppen abschieben. Das widerspricht dem Verbot der Kollektivausweisung, das in der Europäischen Menschenrechtskonvention eben hinterlegt ist. Man muss die kroatische Regierung kritisieren, aber Kroatien agiert hier nicht alleine, sondern eben im Europäischen Verbund. Der kroatische Grenzschutz und auch die kroatischen Grenzschutzpolizisten werden finanziert von aus europäischen Geldern. Die anderen Staaten akzeptieren diese Politik, weil sie davon profitieren, politisch. Kroatien sei kein Einzelfall. Umstrittene Rückführungen von illegal eingereisten Migranten praktizieren laut dem Migrationsforscher auch andere EU-Länder. Dietmar Köster, EU-Abgeordneter der SPD, kämpft dagegen. Wiederholt hat er deswegen beim EU-Kommissar für Migration interveniert. Das Grundrecht auf Asyl ist ein Menschenrecht, darf nicht in Frage gestellt werden. Und wenn es diese Fälle gibt, dann müssen sie aufgeklärt werden. Dazu haben die kroatischen Behörden Verantwortung als Mitglied der Europäischen Union. Und wenn die kroatischen Behörden dieser Aufgabe nicht nachkommen, dann muss die Europäische Union dafür sorgen, dass das passiert, dass diese Fälle untersucht werden. Wir zeigen das Kroatien-Video dem rechtskonservativen deutschen Europaabgeordneten Bernd Kölmel. Der ehemalige AfD-Politiker hat Verständnis für Kroatien und spricht von Signalwirkungen. Im Migrationsbereich reden wir von Push- und Pull-Faktoren. Wenn Flüchtlinge besonders bevorzugt behandelt werden, dann sind das Pull-Faktoren, das spricht sich herum, es kommen mehr. Wenn ich aber rigoros handle, spricht sich auch das herum, dann kommen weniger. Deshalb hat es durchaus Signalwirkung. Die EU-Kommission in Brüssel hat es abgelehnt, zum Vorfall in Kroatien Stellung zu nehmen.